Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. So, was wollte ich denn heute nur noch mal machen? Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr. Ich schon wieder. Ich würde auf jeden Fall hier gerne noch ein bisschen dran weiter basteln. Gras sollte ich vielleicht mal noch besorgen, dass ich das hier anpflanzen kann. So. Beziehungsweise ja, ein bisschen was kann ich ja hier unten auch reinbasteln. Heute müsste doch eigentlich auch unsere Axt wieder fertig sein, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Montag, meine ich, hätten wir die abgegeben. Gucken wir mal. Gucken wir gleich mal bei Clint vorbei. Das wäre natürlich supi. Denn dann könnte ich doch relativ flott an Hartholz kommen, denn dann könnte ich auch diese Teile hier abholzen, zum Beispiel diese Baumstämme, die da so platt liegen. Und nicht nur die Baumstümpfe. So. Ich finde das ja echt interessant, dass man Hopfen jeden Tag ernten kann. Das wusste ich tatsächlich auch noch gar nicht. Tatsächlich habe ich auch in dem alten Let's Play, glaube ich, nur einmal Hopfen angefangen anzubauen, als dann eben Pam mit ihrem Anliegen kam, dass sie Bier gebraut haben möchte. Ich glaube, vorher habe ich tatsächlich gar keinen Hopfen angebaut. Ups, jetzt habe ich das. Naja, gut. Macht nichts. Ups. Na gut, komm, dann mache ich jetzt den Rest auch so. Hey, ja, 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 komm, mach mal nochmal die Gießkanne voll. So, das eine kann ich ja sowieso mal einzeln gießen. Ich habe ja hier... verflixt. Ich habe ja hier... Was tue ich denn gerade? Ich habe... Oh, ich habe ja hier eine Reihe mit 10. Und ich kriege ja nur 9 gegossen am Stück. So. Okay. Und Mais habe ich jetzt gehört, hätte ich behalten sollen, den goldenen... fürs Gemeindezentrum. Da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Ich glaube, ich muss da den einen Baum mal fällen. Der nervt so ein bisschen hier unten. Der da. Der ist ein bisschen doof. So. Und mir wurde geschrieben, ich sollte am besten pro Huhn eine Mayonnaise-Maschine haben. Für die Mayonnaise-Maschine brauchte ich doch diese Holz... diese Erdkristalle, genau. Dann bräuchte ich jetzt noch 2 Erdkristalle. Hab ich die? Ja, habe ich tatsächlich. So. 1 und 2. Ja, das stimmt natürlich. Dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich wirklich jedes Mal alle Eier verarbeiten kann. Ich hätte fast gesagt verwursten. Dass ich dann wirklich jedes Mal alle Eier verarbeiten kann und ich nicht jedes Mal schauen muss, wie ich das hier mit dem Platz mache, wie ich hier hinkomme. Dann muss ich nochmal gucken, wo ich die anderen beiden Teile hinstelle. Das gucken wir aber schon. Okay, das lege ich jetzt einfach mal hier oben hin, die beiden. Komme ich dann noch da dran? Ah, verflixt, das wollte ich nicht aufnehmen. Ja, ich scheine noch dran zu kommen. So, diesmal haben wir nur kleine Eier. Nein, nicht essen. So, dann stehen die da hinten halt so gut in der Ecke drin. Okay. Ich baue gerade mal noch 10 Steinzäunchen. Ich kann ja eigentlich gerade sowieso nicht weiterbauen. Das ist der Mist. Nicht den Weg. Den Weg wollte ich gar nicht bauen. Ich bin schon wieder doof. So, ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich das hier anschließe. Einfach bis an das Gewächshaus. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass ich das bis ans Gewächshaus anschließe. Und... So, da können wir noch wieder ein bisschen schmelzen. Und ich das dann eben verbinde. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. So, was haben wir jetzt generell noch? Wir müssen immer noch...
Stimmt, wir müssen uns ja auch noch mit Mani anfreunden. Wegen der Schwarz des Bürgermeisters. Eieieiei. Was geht denn da zwischen den beiden? Haben wir bald eine neue First Lady hier in Stardew? In Pelican Town? Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Die großen Eier wollte ich dann auch noch abgeben. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Ja, Harvey. Wir haben einen neuen Auftrag. Können ja mal gucken, was es ist. Aushilfe gesucht. Ich suche nach jemandem, der mir Kupfererz, 25 Kupfererz bringt, damit ich sehen kann, ob irgendwelche seltsamen Edelsteine darin versteckt sind. Clint, 280 Gold bei Lieferung. Wir können die Erze sogar behalten. 25 Kupfererz, den nehme ich jetzt mal an. Das könnten wir... Ja, wir müssen ja sowieso noch zu Clint, ne? Also rein theoretisch könnten wir auch gucken, dass wir jetzt fix hier beim Gemeindezentrum vorbeigehen. Dann hoch in die Mine. Und dann müsste ich aber auch irgendwann mal noch zu Clint. So, wo gebe ich jetzt die Eier ab? Die waren hier bei den besonderen Erzeugnissen, oder wie war das? Da nicht. Da auch nicht. Hier, da waren sie bei. So, das haben wir schon mal abgegeben. Gut. Ja, hier ein Mais hätte ich gebraucht. Gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Mais bekommen wir sowieso noch wieder. Abgesehen gehört das sogar zu den Nutzpflanzen für den Herbst. Das heißt, das können wir auch noch ohne Probleme im Herbst uns holen. Ich gehe jetzt aber trotzdem gerade direkt erstmal zu Clint, wenn ich ehrlich bin. Glaube ich nämlich, dass ich das sonst verpeile, mir die Axt noch rechtzeitig zurückzuholen. Und die wollte ich eigentlich schon ganz gerne haben. Ich werde auch die Gewürzbeere aufheben. So. Tada! Stahlaxt! Du erhältst Stahlaxt. Sehr cool. Haben wir noch irgendwas? Oh, den kann ich auch essen. Wie viel habe ich? Ach nee, das ist ein Kupferbarren. Ihr möchtet ja 25 Kupfererze haben. Dann schauen wir mal, ob wir da jetzt noch drankommen. Was heißt, schauen wir mal, ob wir da jetzt noch drankommen? Das sollten wir doch eigentlich noch hinbekommen. Also das ist auf jeden Fall ein Auftrag, den wir gut hinbekommen können. Frage. Wenn das so ist, dass man Herzen verliert, wenn man einen Auftrag annimmt, ihn aber nicht abgibt. Wie ist das dann? Wenn man dann einen Auftrag annimmt und abgibt, bekommt man dann auch dafür Herzchen? Genießt du die Jahreszeit? Ach, ich mag den Sommer sehr gerne, ja. Hier unten ist noch Linus. Ich kenne dich nicht gut. Ich kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Magst du eine Blume von mir haben? Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, er scheint sich gefreut zu haben. Das ist doch fein. Der kommt mir immer so ein bisschen ausgegrenzt vor. Da ist er. So, ich muss mich sowieso mal noch ein bisschen mehr mit den Leuten hier beschäftigen in der Stadt. Das mache ich immer noch zu wenig. Okay, Kupfer. Gucken wir mal, ob ich da entsprechend viel bekomme. Wir gehen jetzt hier einfach mal runter. Zack. Haben wir irgendwo noch... Hier ist aber auch nirgendwo so richtig, also wo wir direkt sehen, aha, da ist Kupfer drin. Da steht Kupfer drauf, da muss auch Kupfer drin sein. Das ist überhaupt nichts in der Richtung hier gerade. Ja. Da, hier, zwei Stück immerhin. Immerhin. Kommen wir hier noch was Tolles raus? Ein Amethyst.
Und 2 Kupfererz haben wir immerhin bekommen. Hui! Aua! Lass mich nicht zu nerven. Ich habe hier einen Auftrag zu erledigen, ja? Na, Kohle haben wir auch noch bekommen. Okay, hier machen wir den jetzt erstmal Platz. Sehr schön. Auf dieser Ebene ist ein bisschen mehr Kupfer. Das ist sehr schön. Okay. 5 Kupfererz haben wir da rausbekommen. Was zur Hölle? Das ist natürlich eine nette Sache. So, da kommt wieder was angeschleimt. So, jetzt haben wir 12 Kupfererz. Guck mal da, jetzt haben wir die Hälfte doch schon fast zusammen. Ja, wir haben auch nochmal Kupfererz rausbekommen. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen Kohle. So, da haben wir jetzt nur Steine rausbekommen. Nehmen wir aber auch mit. Das kann ich ganz gut für den Steinzaun gebrauchen. Okay. 14 Kupfer haben wir. Ach, guck mal, aua, das war so ein Verarschtig-Ding. Eine Kirschbombe. Guck mal hier. Komm, wir hauen mal hier eine Bombe hin. Zack. So, dann haben wir doch jetzt hier auch wenigstens den Durchgang auf die nächste Ebene gefunden. Aber hier ist auch nichts mehr. Ich überlege, ob wir dann vielleicht lieber abwarten. Was haben wir denn hier bekommen? Ein kleiner Magnetring. Erhöht deinen Radius zur Aufnahme von Gegenständen leicht. Ah, cool. Das ist ja mal cool, aber ich glaube... Ah, ich kann 2 Ringe anlegen. Das ist gut. Dann habe ich nämlich jetzt den, mit dem ich mir hier unten Licht mache. Und ich habe einen Staubsaugerring, der so alles in meinem Umkreis einsaugt. Das ist natürlich auch cool. Ja, also ich würde dann jetzt erstmal wieder zurückgehen. Dann können wir vielleicht da wirklich noch das bisschen Holz weghacken. Oder ist Sebastian? Warum sollte man nach draußen gehen? Ich habe alles schon gesehen. Ach, du Griesgram. Letztes Mal wolltest du auch so ein Teil haben. Willst du nochmal eine? Nein. Blumen sind wohl nicht so seins. Huch. Ich war ganz in Gedanken versunken über ein paar neue Schreinereiprojekte. Irgendwas mit Okadi hat sie vorher sagen wollen, aber ich weiß nicht was. So, hier, ich habe Würmchen bei euch gefunden. Ich nehme mir mal die Kohle mit, ja. Das ist bald wieder weg, das Loch. Ach ja, so jetzt die Hühnchen wieder einsperren, die armen Viecher. Können einem auch leid tun, obwohl, ja, was heißt können einem... Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte Gras kaufen. Ach, verflixte Kiste. So, wir fällen jetzt hier auch ein ganz klein wenig schneller die Bäume. Das ist das Schöne. Wir brauchen jetzt etwas weniger wegzuhacken. Okay, das dahin. Dann machen wir das jetzt nämlich echt so, dass ich hier... So, wegsensen. Da kommt ein Tor hin, dass mir da die Hühner nicht durchlaufen, ne? Ja, und da kann ich das aber nicht einfach reinstellen, oder? Doch. So. Guck mal hier, dann kann ich dort direkt noch ein paar weitere. Wir brauchen auch noch ein Tor. Ich müsste hier auch noch... kriegen wir den Baum noch weg? Ah, schwer. Schwer, schwer. So, von hier, da käme dann das Tor hin. Was zur Hölle? Ist das ein Vogel? Oder war das eine Fledermaus oder irgendwas anderes?
So machen wir das dann hier alles mal. Aber wir müssen das ja auch so ein bisschen... Ah, nein, das wollte ich nicht. Haha, meine Energie. So. Und das gucken wir mal, wie wir das hier machen. Aber dann haben wir hier schon mal... Ne? Wir gestalten langsam. Langsam, aber sicher nähern wir uns an. Okay, ich sammle jetzt hier noch eben fix das ein. Okay. Und ich befülle direkt die Teile noch wieder neu. Nein, ich will das eigentlich essen. Nein, immer noch nicht. Da soll noch eins rein und nein. Da soll noch eins rein. Gut. Dann arbeiten die Dinger nämlich jetzt wieder so. Schön Tor auch hinter mir zumachen. Und da. Der Eisenbarren. Oh, oh. Mein Eisen wird jetzt auch rapide weniger. Es ist der letzte Barren, den ich einschmelzen kann. Ja gut, das hier können wir noch verkaufen. Den verkaufen wir noch, das verkaufen wir noch. Bäumchen will ich auch erstmal gerade nicht nachsehen. So, das hauen wir auch noch weg. Ja, dann müssen wir doch jetzt eigentlich relativ gut Geld gemacht haben wieder. Huhuhu, unsere Energie. Ach du Schande. Ja, das war der 17. Tag im Sommer. Ja, immerhin wieder knapp 2000 dazu bekommen. Nicht ganz. 1895. Aber wir werden uns mit Sicherheit jetzt hier im Sommer noch den Pferdestall bauen können. Da bin ich eigentlich ziemlich guter Dinge. Ja, und guck mal, jetzt haben wir sogar Mistwetter. Das heißt, wir haben jede Menge Energie, um heute noch das restliche Kupfer für Clint zu besorgen. Also dann... Ihr wisst, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!